Hallo, ich zeige euch heute mal, wie man eine Baumschutzpaste nach DEMIDA-Richtlinien herstellt und damit den Baum behandelt. Als erstes kochen wir dazu 5 Liter Wasser ab und machen Zinnkrauttee. Hier eine Großpackung, gibt es im Internet zu kaufen. Pro Liter Wasser braucht man 16 Gramm Zinnkrauttee. Das muss man 20 Minuten kochen. Das machen wir jetzt mal. Nur 100 Gramm, das ist ein bisschen mehr, aber das macht nichts. So, das Wasser kocht jetzt. Dann den Zinnkrauttee rein. So, das lassen wir jetzt 20 Minuten kochen und dann abkühlen und 24 Stunden ziehen lassen. Dann geht es weiter. So, unser Zinnkrauttee ist jetzt soweit durchgezogen, 24 Stunden. Jetzt tue ich mal abseihen. Das Grünzeug kommt in den Kompost und in die Flüssigkeit tun wir das Demeter-Präparat einrühren. So, unser Tee ist jetzt kalt. Jetzt rühren wir Hornmistpräparat rein, einen halben Teelöffel. Das ist natürlich nur für Vollprofis und falls man es zur Hand hat. Und es gibt dann die wertvollen Informationen vom Hornmist. Das Präparat mit rein. Da gibt es eine Seite im Internet, das heißt Präparatekiste. Da kann man sich das kaufen. So, das reicht. Und dann müssen wir es eine Stunde schonend rühren. Also so. Das mache ich jetzt mal. Kann man sich auch aufs Sofa setzen dazu, sich ein bisschen gemütlich machen. Eine Stunde ist schon ganz lang. Dann bis später. Das ist das Produkt. Nach Demeter-Richtlinien gemäß Rudolf Steiner. Also wir setzen uns unseren Lehmanstrich an. Dazu brauchen wir natürlich Lehm und Rinderdünger. Das Verhältnis ist 2 zu 1, also zwei Teile Lehm und ein Teil Rinderdünger. Das machen wir ganz einfach mit dem Messbecher. Mal 2 Liter Lehm rein. Und dann tun wir es in den Eimer. Einmal.
einmal. So. So, hier ist hier Rinderdunkpellets. Das dauert eine gewisse Zeit, bis die sich aufgelöst haben. Wir haben ja Zeit. Okay, jetzt geht's auch damit rein. So, und jetzt tun wir unsere Flüssigkeit dazu, unseren Zimtkrauttee. So, jetzt warten wir mal ab, dass sich die Pellets aufgelöst haben, wie dann die Konsistenz ist. Und dann geben wir eventuell den Rest noch dazu. Oder auch nicht. So, unser Baumanstrich, der steht jetzt seit 2 Tagen hier. Grund ist, weil sich diese Rinderdung-Pellets schlecht auflösen. Das dauert eine gewisse Zeit. Ich habe ein bisschen mit dem Holz nachgeholfen, deswegen so reingestampft. Jetzt hat sich es aufgelöst. Als letzte Zutat kommt jetzt noch weiße Kieselerde dazu, laut Rezept. 2 Esslöffel. Das mischen wir noch mit rein. Sollte es nicht flüssig genug sein, einfach noch ein bisschen Tee rein, oder wenn kein Tee mehr da ist, Wasser. Aber so ist jetzt gut streichbar. So, dann können wir Gartenfahnen das auf den Baumstamm streichen. Jawohl. So, jetzt sind wir soweit, dass wir den Baumanstrich auftragen können. Hier ist noch der Anstrich vom letzten Jahr drauf. Du jetzt leicht mit der Bürste den Baum reinigen. Wenn es so dickflüssig ist, kann man immer noch mit Wasser ein bisschen verdünnen. Das macht man normalerweise im Herbst als Schutzschicht für den Winter vor Frost. Jedes Jahr neue Baumscholle kriegt mit 2-3 cm Kompost. Dann gibt es auch eine gute Ernte. Wenn da irgendwas runterfällt, ist gar nicht schlimm. Alles Dünger.